also oder ist jetzt wieder zu spät? Oder? Wir können jetzt was ändern. Also möchtest du die Kollision rausnehmen, dass quasi Ja, nur bitte. Geisterautos fahren, okay? Probieren wir Außer. das mal. Aber ich glaube, da kommen wir besser, aber mit DRS dann wahrscheinlich wäre sinnvoller dann. DRS kann man nicht an- und abschalten. Achso, hast du auch letztes Mal gesagt, ne? DRS wird automatisch abgeschaltet, wenn es regnet. Achso, okay. Weil man ja eh keine Kontrolle über das Auto hat. Ach, Safety. Ja, okay. Schon. Dann machen wir das Also so. Kollision habe ich jetzt Oder mal was? abgestellt und wollen wir dann den Schwierigkeitsgrad hochstellen? Ich Oder glaube, die mal fahren so dann zu lassen? schnell weg. Ja. Lass mal lieber mal Italien so jetzt. So, dann geht's los. Wir sind in Italien, Monza. Und los geht's mit dem Qualifying. Jawohl. Du siehst, dass wir jetzt seit über 1 Stunde für 2 Strecken gebraucht haben. So, los geht's mit der schnellen Runde. Schauen wir mal, wie wir das beim besten machen können. Man muss extrem abbremsen hier bei der Schikane. Ich bin schon wieder so weit vorne, ich weiß gar nicht, wie du fährst, ey. Ich komme noch nicht mal rein, ich bin nur gerade ausgefahren mit Vollgas. Du hast Und halt du hast später jetzt. gestartet, später auf zur Strecke gedrückt. Nee. Ich war schon vor dir. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet bei dir. Viel zu schnell in die zweite Schikane. UBS. Sehr schön wieder. Hier das Gas nur halb durchdrücken bei diesen zwei kurzen Kurven. Kommt mal ganz gut durch. Ja, die sieht schon ein bisschen besser aus. Auch eine der ältesten Rennstrecken, glaube ich, die es gibt. Und wurde auch nicht verändert, soweit ich weiß. Könnte für eine Pole sogar reichen. Ja, es sieht schon ein bisschen besser aus hier. Die Italiener machen es einen leicht. Ja. Und, wie gut da bin ich? Bestimmt wieder letzter, oder? Oh, Und? siebter bin ich. Ah, Wow. super. Ja, das ist ja mal super. Also heißt es, jetzt können wir beide Erster und Zweiter werden anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Endlich mal eine. Das könnte 4 Punkte einholen für uns. Und die sind ja alle so So, bei dann. 1,29 sowas rum. Also da hast du sehr gute Chancen. Ich weiß nicht, wie ich 3 Sekunden schneller geworden bin hier. Aber die bin ich auch schon öfters gefahren. Gesundheit. Danke, danke. Entschuldigung, aber 13 Hust Runden. aus. Alles gut. Nach 4 Runden gehen wir rein. Ja, noch, oder? Diesmal machen wir keinen Fehlstart, bitte. Nee. Wir warten jetzt einfach mal. Ich muss da auch ein bisschen schneller werden. Okay, ich bin Ey, kurz es ist vor. Wahnsinn, wie schnell die KI startet immer. Hallo? Hallo. Ich bin auch Ah, schon ich eins mache auch noch geworden. Platz, ich Depp. Wir haben ja nur Geisterautos. Achso, ja, wir haben ein Geisterauto. Boah, das könnte für uns gut werden, ne? Oh nein, bitte Naja, nicht kommt drauf an, ne? Italien. Die Strecke ist halt auch nicht so breit, wie man es gerne hätte. Ja, toll. Aber das wäre schon eine Chance hier, dass wir besser fahren könnten. Also hier muss man nicht achten drauf, das ist schon mal gut. Nimmt halt auch ein bisschen Rennfeeling vielleicht raus. Ja, aber Aber wenn ich nur hier als Erster jetzt wenn durchfahre, macht es für mich keinen Unterschied. wir wollen ja natürlich die Meisterschaft, gell? Aber wir können nicht zusammenstoßen, oder? Aber wir können auch durchfahren. Keiner kann Naja. zusammenstoßen.
Das heißt, wir werden Erster und Zweiter. Ja, sieht so aus. Wenn du den Speed beibehalten kannst und wenn ich das auch kann, dann. Das wäre doch mal eine sinnvolle Aufgabe vorher gewesen, Ja. das umzuschalten. Aber das macht ja auch Ja, so ein gut, bisschen vielleicht den ist Spaß davon aus, dass man sich gegenseitig auch mal so ein bisschen wegstoßen kann und so. vor allem, die können ja uns überholen, so ist es ja nicht, ja. Also von daher, wenn sie wollen, die haben auch die Chance wiederum. Du hast auch die Chance, mich zu überholen. Die ist sogar ziemlich real, die Chance. So knapp, wie du hinter mir bist. Aber komisch, dass du immer wegziehst. Bist du mit dem Fahrer schneller irgendwie oder so? Das kommt mir echt so vor, langsam. Das müssen wir beim Trainingscamp dann erläutern. Aber wie du siehst, diese Schikane kann ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. 3 Sekunden, neue Top-Zeiten, ja, wäre ich auf. Nein. Tja, das war's mit Platz 1. Danke. Nein. Nee, als ob ich keinen Fehler machen würde dann jetzt im Laufe des Rennens. Du machst keinen Fehler. Nee, haben wir zwar gesehen, ja. Aber da lagst du Ja, auch das mit war was darunter anderes, an aber diesen okay. Kollisionen irgendwie. Da wirst du einmal weggepfeffert und dann fahren sie alle an dir vorbei. Ah, ich muss jetzt mal ein bisschen besser Rundenzeiten noch fahren. Da ist noch was drin, habe ich das Gefühl. Komisch, dass die immer alle gleich schnell fahren, wie ich auch. Als würde ich mit der KI gleich schnell sein. Du am schnellsten. Dann haben wir einen guten Schwierigkeitsgrad erwischt. Für dich. Danke. Ja, Bringt mir aber gar nichts. Da ich kann ich spiele mich ja auch schon ein überholen, bisschen kann ich mich länger. überholen. Wie kommen die an dir vorbei? Was ist da los? Warum fällst du zurück? Achso, nee, du bist weiter. Ich habe mich verguckt, vielleicht. Ja, die Ich waren habe nur schon auf gerade Rang Bottas und Rosberg 20. gesehen, glaube ich. Ja, die waren schon vorne kurz, nur ganz kurz. Jetzt habe ich schon eine Sekunde. Ich schon einmal etwas. Ah, 30 DRS soll es ja plus. trotzdem geben. Jetzt aber nicht mit DRS-Zone. Hinter mir ist nur 2 Sekunden entfernt. Und du bist bestimmt schon über das Ziel, oder? Noch nicht ganz. Ja. Jetzt Ja, bin ich jetzt am hat's. Ziel. Bringt mir aber sehr viel jetzt, wenn du so weit vorne bist. Ja, ich kann ja Warum dann mal auch ein das? bisschen langsamer fahren später. Vielleicht. Ja, später dann. Später dann, wenn ich dich halt überrunde, dann. 14 Sekunden bist du vor mir. Boah. Ja, aber ich könnte noch ein bisschen besser fahren, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du wirklich einen besseren Fahrer hast. Vielleicht ist es wirklich so. Vor allem diese Schikane, die kann ich gar nicht. Ich bekomme jetzt schon Verwarnungen, Kurve abgekürzt. Dabei bin ich doch langsamer gewesen. Das überträgt. Nee, diese Schikane da, ich fahre da immer quer drüber, aber bremse immer total ab und dann sagen sie mir, ich hätte abgekürzt, obwohl ich ja voll viel Zeit verloren habe. Voll viele in Anführungsstrichen. Dieser Kurve, ich verstehe das nicht, rauskommt. Nein, Vettel hat mich Wie überholt, boxt seit wann jetzt schon in das? die Box? Nee. Gibt's den auch noch, oder? Vettel, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Auf der Strecke.
jetzt bin ich erst am Ziel. Jetzt. Oh, der Vettel fährt jetzt schon raus. Wie gesagt, sobald das Fenster aufgeht, machen die das, glaube ich. Das ging ja gerade auf. Ja, aber der weiß das vorher schon. Ja, das sieht ja in der Strategie, glaube ich. Müssen wir mal genau gucken, da sehen wir das, glaube ich. Komisch, ich fahre den nächsten raus. Ja, ich sehe den. Der Vettel auf jeden Fall hat es jetzt halt schon. Oh, mir schlägt er gerade eine alternative Strategie vor. Heißt. Ja, mir hat's voll schon. Das ist das gleiche, aber. Änderung bestimmt. Stopps 1, Runde 4 steht bei beiden. Wo ist der Unterschied? Die Pit Crew tut nur so, als würde sie arbeiten anscheinend. So ist auch schon. Okay, dann machen wir mal die Änderung in Anführungsstrichen. Ich hab sie nicht gemacht. Schau mal, was das bringt. Vor allem sagt er mir in Runde 4, wir sind schon in Runde 5. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich fahr mal raus jetzt. Also jetzt sagt er mir schon wieder eine neue Strategie. Ich glaube, unsere Strategie ist ganz gut jetzt gerade. Also ich habe sie geändert derzeit. Bin jetzt in der Box. Okay, ich fahr jetzt auch. War ein bisschen schneller als beim letzten Rennen. Oh, mal schauen, ob ich den Platz noch halten kann. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, man muss sehr stark abbremsen. Ist wahrscheinlich wieder abgekürzt. Ja. Hallo, neue Zuschauer. Wir sind hier in Monza, Italien, fahren F1 2016 in der sechsten Runde. Erster und ich schätze mal Achter, sowas sind wir. Fahren hier im Team in McLaren. Oh, Vettel ist jetzt 13. Ich habe ihn jetzt überholt wieder. Oh. Also ist Vettel doch ein bisschen langsamer War mit seinem. Boxenstopp bereinigt, bist du wahrscheinlich dann. Du hast ihn überholt, dann bist du zweiter. Boxenstopp bereinigt wahrscheinlich. Ja, ich habe Vettel überholt jetzt gerade wieder, obwohl er vor mir einen Boxenstopp war. Anscheinend hat er Probleme gehabt. Das ist ja der sogenannte Undercut, den er versucht hat. Das bedeutet, wenn er halt eine Runde früher in die Box fährt, nutzt dann quasi seine Geschwindigkeit durch die neuen Reifen. Vorteil, ja. Aber am Ende hat er natürlich dann weniger Reifen. Sagt man dazu, gell? Was sagt man dazu? Pech gehabt. Ja. Ja, dann schon am Schluss dann weniger Reifen. Und es hat ja auch so schon nicht funktioniert. Nachdem du vor ihm bist. Ich bin gerade 13. Also wenn ich Punkte mitnehme, wäre ich heute mal froh. Aber sehr viele sind ja noch nicht in der Box gewesen. Nee, einige waren auch noch nicht. Das meine ich ja, Das sind ist ja noch nicht gewesen. Also du fährst ja wahrscheinlich die gleichen Rundenzeiten wie am Anfang, dann bist du eigentlich Zweiter wahrscheinlich. Gleich dann. Es waren schon vorher welche draußen. Ah, sind welche reingefahren jetzt. Okay, Jetzt sind nur noch Grosjean, Sainz und sowas unterwegs. 8., 7., 6. bin ich gerade 6. Vorschau zweiter. 6. bin ich gerade. Schon sehr gut. Die Muss waren ich noch wahrscheinlich mal auch noch nicht in anfangen. der Box. Aber ich bin ja sehr weit hintergefallen, das war Wahnsinn. Ja, aber nur wegen den Boxenstopps, ne? Du bist ja jetzt nicht auf der Strecke überholt worden. Nee. Dann kommen wir beide aufs Podium. Ich hoffe noch ein paar schnelle Runden einzulegen. Oh, das wäre mal schön, mein Podium zu sehen. Ja. Das macht doch mal wieder Spaß, Formel 1 zu spielen. Haben wir eigentlich schon mal ein Podium gesehen? Gibt es das im Multiplayer in der Saison? Nein. Nee. Ja, normalerweise müsste es geben, überall eigentlich. Aber mir wäre es nicht aufgefallen, dass wir das, wo ich Erster war, im vorletzten Rennen. War doch kein Podium. Ach so, dann kann es sein, dass es weltmeisterschaftlich so ist, dass man am Schluss dann auf den Platz kommt. Das wird wahrscheinlich nur bei einem, oder? Doch, normalerweise müsste es sein. Aber es war nicht da. Aber in echten Formel 1 ist es so. Ja. Das wissen wir alle. Und auch wenn du Singleplayer fährst, siehst du es auch. Komisch, gell? Wollen sie dem anderen dann nicht diese Die Schmach Punkte geben. für ihr Rennen?
Ja, genau. Richtig den Druck. Ha, schau, ich hab's geschafft, du nicht. Aber es ist doch auch ein Ansporn, da auch oben zu stehen. Ja, ja klar, das sowieso. Das okay. Ja, bin mal gespannt, wie viel der Cool Platz wäre es hat. halt, wenn man auch seinen eigenen Fahrer mal machen könnte und damit dann online zu fahren. Aber scheinen sie nicht zu planen. Jetzt läuft es eigentlich ganz gut hier. Ich will es nicht verschreien. Ja, du bist ewig weit vorne. Also für dich ist ja alles ruhig. Ah, das war nicht so gut. Keine schnellste. Oh. Also wenn ich im Qualifying 3 Sekunden schneller war wie die anderen. Sagen wir mal, beim Rennen bin ich so 2 Sekunden schneller. Ach, ich rechne jetzt nicht mehr, jetzt habe ich eine Zeitstrafe bekommen. Aber eine Runde dauert ungefähr 1,20, rechnen wir mal, wenn ich 2 Sekunden schneller bin als jeder andere. Wie viele Runden dauert es dann, bis ich jemanden überrunden kann? Ich bin gerade voll konzentriert, lass mich da nicht. Boah, bin Zweiter? Bin Zweiter fast geworden. Ah, Mist. Komm, 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 komm. Wir haben ja noch 4 Runden, das passt schon. So schlimm ist auch nicht. Also, ich werde definitiv Zweiter. Sehe ich jetzt schon. Also, Sainz ist Zweiter und Gutierrez Dritter jetzt schon seit einer Weile. Die scheinen nicht an die Box Wer zu ist fahren. Dritter? Wer ist Dritter? Sainz ist Zweiter, du bist Dritter. Ah, du bist eine Sekunde hinter Oh, Sainz, ja, das schaffst du auf jeden Fall. Nächste wir haben DRS-Zone. 31 Sekunden vor uns, ey. Ja, aber ich fahre jetzt nicht mehr so gute Rennen, weil ich ausrechnen wollte, wann ich jemanden überrunden kann. Zu gierig gewesen. Aber das schaffen wir im Normalfall eh nicht, dass man jemanden überrundet. Oh, jetzt bin ich Zweiter. Komm, lass mich raus. Ja, Super. jetzt bin ich Zweiter wieder. Der fällt bestimmt jetzt auch raus, oder? Ne, fällt nicht raus. Vielleicht waren Doch, die er ist schon ganz am rausgefahren, er Anfang. ist Ah, okay. rausgefahren. Er ist rausgefahren, ja. Sehr gut. Sogar Zweiter, Dritter ist raus, sehr gut. Dann hast du einen guten Vorsprung vor Rosberg wahrscheinlich, oder? Ich glaube, komisch, wenn wir das jetzt ausmachen, dann funktioniert auf einmal alles, gell? Aber hätte auch wahrscheinlich ohne den funktioniert, der jetzt hat, weil die sehr gut ist, die Strecke. Aber ich bin sehr weit vorne im Gegensatz zu Rennen. Ja? Wird schon eine blaue Zone gewesen. Also mal klar. Wir hätten eigentlich vor dem Rennen die Meisterschaftspunkte zurücksetzen sollen. Er ist jetzt Zweiter in der Fahrerwertung. Echt jetzt? Kann man ja machen, ja. Aber wäre ja unfair, oder? Dann Ja. wissen wir wenigstens, wo wir liegen. So ist ja noch spannend und so machen wir ja natürlich das nicht so zum Gaudi. Und F1 2017 können wir ja dann so durch. Ah, nochmal eine Zeitstrafe. Schon 6 Sekunden jetzt, aber ich glaube, das kann ich schon noch packen hier mit dem ersten Platz. Boah, ich bin jetzt sehr weit vorne. Komisch, wenn man vorne ist, dann gibt er richtig Gas, gell, wenn du alleine fährst. Aber wenn sie alle bei dir sind, dann fährt er total langsam, komischerweise. Dann passt du wahrscheinlich selber das Tempo an, oder? Oh, ich muss jetzt echt aufpassen mit der Streckenbegrenzung gerade. Sonst wäre ich noch disqualifiziert. Aber ich denke, wir haben jetzt so viel mit den Einstellungen, mit Schwierigkeitsgraden geändert und Kollisionen und alles und Safety Car. 2017 können wir dann eine Saison einfach mal mit Einstellungen durchfahren, so. Mal gucken, ob wir dann mit Kollision oder ohne machen. Ich würde sagen, wir lassen es mal so ohne Kollision, oder? Ja, das klingt besser. Dann Du können wir aber bist die für Erste und den ich bin Schwierigkeitsgrad so die lassen oder eher hochstellen. Zweite. Ich würde ihn lassen, weil ich muss auch erstmal reinkommen.
In der Hinsicht, dass wir auf F1 2017 dann vielleicht dann doch besser Ah, fahren da können. dann hochstellen, ja, okay. Ja. Die beste Zeit ist 1,28, oder? Nee, 1,26,534. Meines 1,28. Ah. Okay, du bist 33 Sekunden vor mir, aber ich sehe auf der anderen Du hast Seite schon aufgeholt. wieder 33 Sekunden. Ja, ich war schon bei über 34 auf jeden Fall. Ja, die paar Sekunden. Wir machen nichts Naja, und Neues, ich habe weil 6 ich Sekunden Zeitstrafe. Also streng dich mal an, dann kannst du doch Erster werden. nee, nee, will ich ja nicht, wenn du Okay, jetzt es habe ich den besten fährst. Sektor. Schade. Fast hätte ich den besten Sektor. Echt? Fast. Also von meiner Seite aus, ja. Also wenn es lila ist, ist es für die gesamte Strecke. Wenn es grün ist, ist es deine persönliche Bestzeit. Nee, es war rot gerade im Halbfall-Tausendstel. Aber ich bin schon sehr weit zum dritten weg. Also, es wird ein sicherer Sieg Hm, auf 8 der Sekunden, ja. F1. Beim Überrunden wird es nicht ganz was. Jetzt sind sie gerade die letzten durchs Ziel und ich bin in der Kurve davor. Ja, dann würde ich sagen, danach machen wir noch ein Rennen und dann schauen wir mal, wie wir es weitermachen. Machen wir eine kurze Pause noch. Das machen wir dann Teil 2 dann. Benzin haben wir noch. Für zwei extra Runden. Okay, da kann man mal hochschalten. Oh shit, nicht die Strecke verlassen. Ganz schlecht. Also ihr könnt jetzt locker nochmal einen Boxenstopp fahren. Und keiner wird mich überholen. Jetzt Aber wirst du ein warum bisschen nicht? aufgeholt haben. Noch zeigt er mir nichts an, jetzt gleich ist. Immer noch 34 Sekunden, okay. Abstand 36 Sekunden sogar verschlechtert. Boah, was machst du, Patrick? Ja, Kann sich dir nicht ich habe mich gerade total verbremst und bin dann quer über die erste Schikane gefahren. Musste aber Also dann kommst sehr, du sehr schon. langsam fahren, weil sonst hätte ich wieder eine Strafe bekommen oder wäre vielleicht disqualifiziert worden, weil ich habe schon zwei Strafen. So, karierte Flagge. Oh, herzlichen Glückwunsch zur Platte Dankeschön. 1. Aber der Abstand ist schon ein bisschen geschmolzen auf 31 Sekunden. Ja, es wird wieder gleich bleiben. Auf 36. Jetzt sehen wir auch in unserem YouTube-Video hier auf xtgamer.de mal den René, wie er fährt in der letzten Kurve. Okay, in deinem Heads-up-Display stand drin Boxenstopp, also hier auf der im Lenkrad drin. Weiß nicht warum. Ah, du hast auch eine Zeitstrafe bekommen. Ja, cool. 25 und 18, also 32 Punkte für uns. Super. Wie sieht es jetzt gerade aus mit der ganzen Strecke? Also wir sind Zweiter, 7 Punkte hinter dem Hamilton und Konstrukteur sind wir Dritter, haben wir einen Platz gut gemacht. 141 Punkte hinter dem ersten. Gut, den ersten werden wir wohl nicht mehr packen, aber den zweiten vielleicht. Ferrari. 44 Punkte fehlen uns da. 166 Minuspunkte. Aber du könntest noch in die Top 10 auf jeden Fall kommen, weil schau mal, der Abstand zu Bottas ist nicht so groß. 38 Punkte. Nicht zu Bottas, zu Kvyat. Na gut, das war Monza. Danke fürs Zugucken.